vermute, dass das Flüchtlingslager nicht nur in diesem Bereich sein könnte, sondern auch da, wo das Fluss ist. Langer Weg. Zumindest teilweise. Wir sind diesen Weg gelaufen. Vielleicht sind wir hier lang. Aber ganz bis zum Flüchtlingslager sicher. Zweieinhalb Stunden. Ein bisschen länger gehen, oder? Das Problem ist, das ist mir schon klar. Also ich aber wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier überleben? Ja, verschnaufen oder nicht? Wir haben jetzt keine Zeit zu verschnaufen. Wir müssen jetzt gucken, wo bleiben wir vor Sonnenaufgang. Ich will die Nacht nicht draußen sein. Dafür sind wir zu viel, dafür sind wir nicht schnell genug, dafür sind wir nicht still. Das Flüchtlingslager könnte hier sein, das ist richtig. Aber die Wahrscheinlichkeit des Flüchtlingslagers ist groß, aber es könnte auch, dass sie nicht da ist. Also ich meine, was wirklich scheiße ist, nur ein Flüchtling. Außer wenn man da oben runterspringen könnte. Ja, haben wir nicht Fluchtwege. Wenn wir einmal runter sind, ist okay, da haben wir so viele, da können wir durch die Turmhalle. Die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass sie da herkommen. Wir das Flüchtlingslager irgendwo suchen. Es ist beides eine Möglichkeit. Aber wir haben hier was Sicheres und könnten irgendwo Flüchtlinge finden. Es kann aber auch sein, dass keins da ist. Vielleicht kommen wir auch wieder nach. Wie letztes Mal, wie vor ein paar Tagen. Ich bin da. Ich wollte gerade sagen, wir könnten jetzt hier bleiben und die Nacht überstehen und morgen können wir Leute rausschicken oder alles zusammen, weil es immer noch morgen. Das ist eine ganz gute Frage, bleiben wir hier? Machen wir erstmal hier. Also ich bin persönlich, ich bin für hier. Wer ist dafür, hier zu bleiben? Okay. Okay, das ist gut, dann machen wir es so. Gepäck hoch, die Leute hier bleiben wollen hoch. Wir drei. Wir suchen. Alternative Möglichkeiten. Bis Sonnenuntergang. Brauchen wir auch.